Jo, haut Leute, herzlich willkommen. Heute geht's gegen Hertha BSC zu Hause in der Allianz Arena, in Anführungsstrichen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gut Kick. Lasst mal gerne ein Abo da und ein Like und ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Also wie gesagt, heute geht's gegen die gute alte Hertha aus meinem Geburtsort oder Heimatsort sogar. Bisher hat es mich ja noch nicht vertrieben aus Berlin. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich auch schon am Akzent gehört. So, los geht's. Heute mal mit Tolisso in der Anfangsaufstellung. Für Goretzka, der darf heute mal draußen bleiben. So, mal gucken. Erste Bundesligaspiel haben wir 6-1 gewonnen gegen VfB Stuttgart. Wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt auch gerne da nochmal rein. Das ist die allererste Folge von den Let's Plays hier bei FIFA 21. Oh, Coman kriegen wir nicht mehr mit. Coman. Ja, Coman heute auch von Anfang an dabei für Leroy Sané. Ja, ansonsten ist eigentlich alles beim Alten. Boateng ist heute mal draußen, dafür Süle drin. So, Levi ist natürlich dabei, der hat, Ich wollte sagen, der hat 5 Tore geschossen gegen Stuttgart im ersten Saisonspiel. Also war ein ganz guter Tag für ihn. Ja, schade, Gnabry kriegt den nicht mehr runtergepflückt. Zumindest nicht vor der Auslinie. Ach ja, und Davies von Anfang an heute mal für Alaba in der Startaufstellung. Okay. Gut, es war gar nichts. Den wollte ich eigentlich auf Gnabry bringen, aber okay. Ach man. Unser. Jawohl. Och Mann. Können wir jetzt mal uns zusammenreißen hier langsam, ey. So, da ist er doch. Kingsley. Scheiße, Levi kommt nicht mehr ganz ran. Ach, Mist. Die Flanke kommt genau auf Jahrstein. Auf den Torwart. Shit. Na gut, egal, weiter geht's. Oh. Ja, Alaba. Ach nee, Alaba spielt er ja bei der Innenverteidigung. Oh. Gute Möglichkeit hier für Hertha. Also muss man sagen, Hertha macht es ganz gut in den Anfangsminuten. Tun uns hier ein bisschen schwer noch. Oh, da kommen wir vorbei mit Glück. Scheiße, Dreck, Pisse. Oh, okay. Also wenn der angekommen wäre, dann Respekt. So, ein Spielaufbau hinten rum. Kimmich probieren. Oh, da wollte ich ihn gar nicht hinhaben. Ja, das stellt gut zu. Jetzt Levi vielleicht mit der Riesenmöglichkeit zum 1-0. Ja, der Schuss nicht ganz optimal. Also auch nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich richtig gut. Aber gut gehalten auf jeden Fall von Jahrstein.
Boah, der geht oben aufs Außennetz. Wer war denn das gewesen hier mit dem... War das Gnabry, war? Ja, okay, krass. Schade. Gar nicht mal schlecht gewesen. Aber immer noch 0-0. Hertha macht es auf jeden Fall schon mal besser als Stuttgart. Ah, Süle ist da. Oh. Nicht optimal da von Gnabry gemacht. Ah, Pava klärt hier erstmal zum Einwurf. Schade, da wäre jetzt mehr drin gewesen, wenn Gnabry den ordentlich angenommen hätte. Na, nicht schlecht von der Hertha bis jetzt. Wie muss man mit dem... Ey, er stand doch eben auf dem Radar, wurde der doch angezeigt, dachte ich. Okay, egal. Scheiße. Und der ist weg. Also, kommt. Jetzt mal anbieten hier. Mal nachrücken. Ach, scheiße. Mann, ey. Davies war das, war. Muss kommen. Warum denn dahin? Oh Mann. Was macht denn der Pavard eigentlich da? Sag mal. Mann, Mülli! So ein geiler Pass gewesen von Lewandowski. Ecke, ja. Also, es liegt Gefahr in der Luft auf jeden Fall. Mal gucken. Das mit Süle. Können wir den vielleicht mal anwählen? Ah. Boah, mehr oder weniger durch Glück kommt Gnabry da zum Abschluss. Nochmal Ecke Bayern. Boah, Lewandowski versucht es da mit einem Seitfallzieher. Naja, Mann, dann geh du doch. Och Mann, was ist denn das? Wie viel Glück hat er denn? Jetzt komm. Nein, 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 das war kein Abseits. Mann, was mach ich denn? Was mach ich denn? Warum schließe ich denn so behindert ab? Mann, ich dachte, er legt sich auf den rechten Fuß. Scheiße hier. Macht er 5 Tore im ersten Spiel und dann hier so eine Scheiße, ey. Was ist denn das für ein Kopfball, Pava? Was ist denn das für ein Kopfball? Den kannst du aber besser. Gott. Richtig gute Position eigentlich von Pava. Kriegt irgendwie da nicht den Ball richtig gedrückt. Stattdessen ditcht er den da auf dem Boden irgendwie. Oh komm, jetzt nicht so eine leichtfertige Ballverlust hier. Komm. Mann, das gibt's doch überhaupt nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass er mit dem Robben-Trick da nicht vorbeikommt, ey. Mit den Billion-Robben. Oh. Was ist denn los hier, ey? Du lauf doch dann aber auch mal, Tolisso. Also Hertha macht es echt gut.
Stellen die Leute gut zu, Passwege sind zugestellt. Oh. Nicht einfach, muss man sagen. Respekt. Gut eingestellt hier die Hertha. Oh. Und auch die Zweikämpfe, die Dribblings gehen verloren. Eieieiei. Schlechte, schlechte erste Halbzeit hier. Wobei Levi hätte das 1-0 machen können. Mal gucken. Also wenn sich das nicht gleich bessert nach der Halbzeit, so in den nächsten 10, 15 Minuten, dann werden wir auf jeden Fall mal ein paar Spieler auswechseln. Ja, jetzt hatte ich schon auf Schuss gedrückt, auf die Abnahmetaste. Alter, die sind richtig, richtig giftig, die Hertaner. Lassen da keinen Spieler einfach vorbeilaufen da, was ja auch natürlich vollkommen richtig ist. Aber ich will nur nochmal betonen, wie gut die das gerade machen. Scheiß Dreck. Scheiße, Alter. Scheibenkleister. Mann, 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 ey. Alter, gegen den Costa da, kommen die irgendwie nicht, komme ich nicht durch. Weiß nicht. Da den verteidigen die echt gut. Gott, was war das denn für eine Bewegung, ey? Jetzt geht doch durch. Mann, jetzt kommt hier oben links so eine scheiß Nachricht. Installiert Battlefield 5 Update. Interessiert mich doch ein Scheißdreck, Mann. Das spiele ich doch überhaupt nicht mehr. Jetzt war das auch noch Abseits gewesen, weil er wieder zu spät spielt, ey. Mann, ey. Was interessiert mich denn das Battlefield 5 Update bei einer Großchance da gerade? Aus, aus. Also ich wechsle jetzt, das reicht mir, das gefällt mir alles nicht. Ich wechsle jetzt, habe ich gesagt. Links. Alter. So. Sané kommt rein. Goretzka kommt rein für Tolisso. Naja, der mir ja auch nicht gefällt hier. Ja, ich habe extra von Anfang an drin gebracht, ja, weil er noch hier eine E-Mail geschrieben hat. Ja, hallo Trainer, können Sie mich nicht mal von Anfang an spielen lassen? Ja, das hast du davon. Es ist aber auch irgendwie nichts los hier, so richtig in der Offensive, ne? Tja. Kein Durchkommen da. Boah, die verteidigen wirklich bärenstark, muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Ah, und so machen sie sich alles selber zunichte. Vielen Dank, Hertha. 1-0, der eingewechselte Sané macht's. Gerade noch gelobt, die Hertha. Wie konzentriert die da hinten verteidigen. Und dann so ein Lapsus da hinten drin. Gut für uns natürlich. Jetzt nicht so, dass es bis hier ein schwaches Spiel jetzt unbedingt war von Bayern, aber so richtig viele Torchancen gab es halt nicht bis hierhin. Noch schwer vom Ball zu trennen, ne? Irgendwie. Also, jetzt hat das mal geschafft. So, nun lauf doch. Ihr habt doch jetzt ein bisschen Platz hier alle. Bitte beachten Sie jederzeit die Ansagen unserer Ordner.
Scheiß, klärt er noch. Ist er noch da? Okay. Boah, krass. Nein, der geht daneben, Mann. Levi, warum? Levi, was machst du denn? Oh, Alter, er macht 5 Dinger gegen Stuttgart. Bei 5 Versuchen. Hier hat er schon 2, 3 Großchancen gehabt. Also Minimum 2 und kriegt's nicht. Kriegt nicht rein. Nur zum Teil natürlich auch meine Schuld. Ich hab den Controller in der Hand, klar, aber. Ach, scheiße hier. Ja, war abseits, ist doch gut. Haben wir ja alle gesehen. War abseits, ist in Ordnung. Ja. Oh, ohne Probleme kann der da den Ball annehmen im Mittelfeld, ey. Oh, ja. Was ist denn das? Ey. So schlecht verteidigt da. Die stehen alle frei da, die Leute. Wenn schlecht verteidigen ist ja okay, aber dann erwarte ich halt wenigstens auch, dass wir vorne mal 3 Dinger machen. Och, ist nicht dein Ernst, Pavard. Das kann nicht dein Ernst sein. Komm, Gnabry. Ey. Ey, das meine ich, Alter. Wie die verteidigen. Wie gut die verteidigen, ey. Ja, der Gnabry hat nicht einen Hauch einer Chance dadurch. Das war ja nun überhaupt nichts. Also, ich bitte dich. So ein Witz, dieser Freistoß da jetzt. Aber okay. Ich komme irgendwie nicht durch. Der letzte Schritt, der letzte Pass, irgendwas fehlt immer. Boah, siehst du das, Alter? Wie. Das meine ich. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich komme irgendwie nicht durch. Die sind immer dazwischen gerade noch so, ey. Ey. Ey, meine Fresse, was ist denn das? Was ist da los, ey? Komm, Sané, bitte. Ey, die sind so eng dran an den Leuten, ich komme nicht vorbei rein mit den Außenspielern. Was macht der? Was mache ich? Warum? Ey, Mann. Was ist denn das? Ja, ja, Hertha wechselt, ist okay. Ey, in den Rückraum. Ich drück extra nach hinten. Warum spielst du den nicht nach hinten dann? Mann! Pavard, bitte nicht rückwärts laufen. Ach, er unten läuft er wieder nicht. Jetzt schick ihn. Es war doch abseits. Ich hab's geahnt, weil er ihn wieder zu spät schickt. Weil er es wieder ein Ticken zu spät, da der Pass kommt, ein Ticken. Alter. Ich wechsel jetzt erstmal nochmal. Er spielt den Ball einfach zu spät. Was ist los hier, Alter? Costa nochmal reinbringen hier für Gnabry. Wechseln wir nochmal. Also nehmen wir auf rechts ziehen. Meine Güte, ey. Ist
Süle, Mann. Levi, lauf, Levi. Alter, wie langsam ist denn der? Alter, warum geht denn der Ball da so weit in Rückraum? Was war das denn? Und Costa, Mann, ey. Kimmich. Wer ist denn dieser Kopf da mit den langen Haaren, Zottelhaaren da, Mann? Den kriegst du ja gar nichts hin. Mann, ey. Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Was ist. Ey, wenn ich diesen Pass schon sehe, da wird mir schlecht. Oh, was. Nee. Pfeif ab, komm. Pfeif ab die Scheiße hier und dann ist gut, Alter. Das kann sich keiner mehr antun jetzt. Ja. Vielen Dank, ey. 1-0 Brechreiz-Würgesieg hier gegen Hertha, ey. Meine Fresse, ey. So, damit schließen wir dieses Kapitel. Saisonspiel ab hier gegen Hertha. 1-0 gewonnen. Sieg ist Sieg, 3 Punkte. Danke fürs Einschalten und ja, lasst mal ein Abo da. Gut Kick. Und ja, hoffentlich wird das nächste Spiel dann besser.